Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder ein paar Gen 5 Entwicklungen für euch, aber nicht nur das, auch ein paar News am Anfang kurz mal zusammengefasst. Was gibt es Neues? Wir befinden uns nämlich im Welttourismustag bzw. im Welttourismus-Event-Woche kann man ja nicht sagen. Das hat gestern angefangen, am Donnerstagabend geht bis Dienstag, 22 Uhr. Da gibt es wieder mal 3 neue Shinies, Vipitis, Sengo und Pantimimi aus 5 Kilometer Eiern Pantimimi, die anderen wild in den jeweiligen Regionen. Jetzt aber noch, was gibt's noch? Es wurde natürlich wieder über Darkrai berichtet. Viele haben gesagt, das ist ja ein mysteriöses Pokémon. Das gibt's sicherlich aus einer Spezialforschung. Jetzt wurde im Code was gefunden, dass man es auch tauschen kann, dass man es auch verschicken kann, was darauf deutet, dass es eben nicht als mysteriöses Pokémon wie Celebi oder Mew gehandelt wird, sondern eben wie, also die Dioxys erstmal, dass man mehrere haben kann und die auch verschicken kann, obwohl man die Dioxys ja nicht tauschen kann. Das konnte man nur tauschen, als kurze Zeit ein Bug im Spiel war oder irgendein Fehler und einer konnte sich ein Lucky Dioxys ertauschen, ist aber nicht mehr möglich. Könnt aber trotzdem mal ausprobieren, vielleicht findet ihr mal eine Lücke. Und jetzt also die Frage, was wird mit Darkrai passieren? Wie werden sie das in das Spiel reinbringen? Wird es ein normaler 5er Raid-Boss werden, wenn dann also auch Giratina wieder weg ist? Das wäre eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit natürlich auch Mewtwo aus den X-Raids ersetzen, denn bald kommt Mewtwo in die X-Raids mit Spukball, aber eben nur eine ganz kurze Zeitraum. Eine kurze Zeitraum, Bruder. Und wenn Mewtwo aus den X-Raids weg ist, was kommt dann? Darkrai als nächster, Darkrai, Ray, wie auch immer, Ray Mysterio, als nächster X-Raid-Boss, das wäre auch eine Möglichkeit und eben nicht über die Spezialforschung. Was denkt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Spezialforschung, 5er Raid-Boss oder X-Raid, die drei Möglichkeiten fliegen jetzt im Raum umher. Ihr könnt mal sagen, was ihr davon haltet. Was haben wir noch? Achso, die Pokestop-Einreichungen sind momentan abgeschalten. Aufgrund eines Fehlers, den es bei dem Einreichen bei den Bildern gab, könnt ihr momentan keine Pokestops einreichen bei Level 40, also nicht wundern. Auf unbestimmte Zeit, wenn das wieder freigeschalten wird, werdet ihr das ja sicherlich sehen. Obwohl, habt ihr in letzter Zeit Pokestops eingereicht oder habt ihr die Hoffnung aufgegeben, dass Einreichungen durchgehen, so wie ich, und habt deshalb das Feature erstmal gar nicht genutzt? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann natürlich passend zum Welttourismustag gibt es eine riesen fette Quest, in dem ihr Pokémon tauschen müsst, die über 10.000 Kilometer entfernt sind. Das ist beispielsweise bei Pokémon aus Australien, Neuseeland, Hawaii, Philippinen, irgendwie so von der Ecke. Ist natürlich schwer da ranzukommen, da müsstet ihr euch Freunde suchen von dort, mit denen Geschenke tauschen, die Eier ausbrüten oder andere Möglichkeiten nutzen. Bruder, du wirst doch nicht. Auf jeden Fall ist das interessant, denn wenn ihr 10.000 Kilometer ein Pokémon über diese Distanz tauscht, bekommt ihr Vipitis oder Sengo aus der Aufgabe. Das Gute ist, bei uns hier, wo wir Sengo wild fangen können, auch als Shiny, bekommen wir aus dieser Aufgabe Vipitis, was Shiny sein kann. So habt ihr also hier auch die Möglichkeit, beide Kontinentalen zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Vipitis in der Wildnis fangen können, können aus dieser Aufgabe Sengo erhalten und beides natürlich als Shiny verfügbar. Deswegen sind die Leute gerade gierig auf diese Quest. Tausche Pokémon mit mindestens 10.000 Kilometer Entfernung, aber es wird natürlich schwierig sein, das zu lösen. Die Terrorzicker hat heute in der Gruppe reingeschrieben, sie hat noch ein paar Pokémon aus Hawaii. Das wäre also blendend, wenn ihr hier von Hildburghausen und Hawaii tauscht, müsstet ihr die Aufgabe erfüllt haben. Da könnt ihr sie natürlich die Aufgabe dreimal sammeln, dann abschließen und dann passt das. Dann eine kleine Info noch zur Mewtwo Raid Stunde, die ja am 8.10. stattfindet. Das ist richtig genial. Mewtwo Raid Stunde ist ja ausgefallen das letzte Mal, die legendäre. Und diesmal als Entschädigung werdet ihr sogar 3 freie Pässe bekommen an dem Tag. Könnt also 3 kostenlose Mewtwo Raids mitmachen. Ist jetzt nicht mehr da, eigentlich ist Giratina da. Aber Mewtwo natürlich richtig saftiger Brocken. Da wollen die Leute nochmal zuschlagen. Mit 3 Pässen wird das also richtig gut abgehen. So, das war's jetzt aber von den trockenen News und wir gehen mal kurz rüber ins Spiel, denn ihr seht hier, ich laufe mit einem Pantimimi. Die Frage also an euch, habt ihr schon ein Pantimimi ausgebrütet oder habt ihr vielleicht sogar schon ein Shiny Pantimimi ausgebrütet? Kommen ja momentan aus den 5 Kilometer Eiern.
Aber wenn ihr von Stop zu Stop lauft, ihr kriegt so oft jetzt 10er, 2er, so selten 5er. So ist es bei mir auf jeden Fall. Wenn ich aber mal einen 5er bekommen habe, hatte ich richtig gute Chancen auf Pantimimi. Das möchte ich euch nämlich hier mal zeigen. Ich gebe nämlich mal EEE ein. Warum auch immer. XXX ging nicht, das war pervers. Und ihr seht, 4 Pantimimi habe ich schon ausgebrütet. Die wurden auch immer besser. Hier EEE. Hildburghausen, 27.09. bei, lasst mich lügen, bei vielleicht 8-5 Kilometer Eiern 4 Pantimimi bekommen. Das ist also richtig fett, richtig groß. Hier haben wir eins, dann haben wir noch eins, dann haben wir noch eins und dann haben wir noch eins. Das hat sogar schon 2 Werte auf 15 mit 620. Aber wie viel Pantimimi habt ihr schon bekommen? Findet ihr, das ist auch so hoch aus den Eiern oder kriegt ihr nur anderen Crap, den ihr gar nicht braucht? Dann wollen wir noch ein paar Pokémon entwickeln, wieder mal für die Generation 5. Angefangen mit der Katze, die Katze, das Zebra und der Maulwurf. Wir machen dafür mal den Namen weg, den ich eingegeben habe, dass wir den richtigen Namen haben und dann auch wissen, wie die Weiterentwicklungen heißen. Das müsste also Felilu sein. Genau, Felilu, die Katze. Machen wir es mal ein bisschen lauter, dass ihr die auch schreien hört. Felilu entwickeln wir jetzt also zu, sehe ich gleich. Da habe ich die Weiterentwicklung natürlich auch schon wild gesehen, hätte sie fangen können, habe ich aber nicht. Ich will das ja extra im Video immer für euch entwickeln und die neuen Pokédex-Einträge holen. Das ist also sozusagen das Mauzi und Snobilicat, obwohl Snobilicat richtig hässlich ist, aber das eigentlich relativ genial aussieht. Bisschen hat es was von einem Jaguar, Tiger, Dingsbums, von einem Leoparden, genau, jetzt habe ich es. Ah, Leopard natürlich, bin ich drauf gekommen. Kleopatra, auf jeden Fall, richtig cool. Das kann man mal mitnehmen, mal entwickeln, jetzt da auch der Pokédex-Eintrag vorhanden. Als nächstes, was so ähnlich ist, haben wir hier das kleine, süße Zebra, das wollen wir auch entwickeln. Dafür machen wir auch mal den Namen weg. Elezeba heißt das nämlich und das entwickeln wir jetzt immer das Höchste. Die V sind auch erstmal egal. Gönnt euch immer das Höchste, dann habt ihr schon mal ein richtig krasses, starkes Pokémon. Obwohl bei dem Zebra, das ist glaube ich eh Crap, das braucht ihr also eigentlich nicht zum Kämpfen. Sieht aber eigentlich richtig genial aus. Boah, und wenn das angreift, leuchtet es gelb, jetzt wollte ich grün sagen, wie Pantimimi mit der roten Mütze. Hey, die ist doch aber grün. Da habe ich wohl mal wieder Farbenblindheit. Elektro auf jeden Fall. Zebritz. Wir drücken dann nochmal drauf und das ist richtig genial. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Dass alle weißen Streifen, die es hat, dann plötzlich gelb leuchten. Richtig elektromäßig. 2220 WP. Das sieht auch richtig genial aus. Da könnte das Shiny gelb sein. Das wäre richtig brutal. Da werden die Streifen dann natürlich weiß. Und jetzt haben wir noch das Heftigste aus der Runde. Das ist der Kollege hier. Der kleine Maulwurf, Roto Murf genannt. Den wollen wir auch entwickeln. Und der wird natürlich richtig brutal. Stalo Boar heißt der, glaube ich. Habe ich auch schon in der Nearby-Liste gesehen. Als wildes Pokémon habe ich natürlich nicht gefangen, weil ich den natürlich entwickeln möchte. Und ich finde das eh traurig. Früher musste man so oft die Grundformen fangen, bis man Bonbons hatte, um die zu entwickeln. Und heutzutage habt ihr fast die Entwicklungen schon eher als die Grundform. Stalo Boar eben mit 2919. Das ist also das brutalste, kräftigste, saftigste aus der Runde. Das sieht richtig heftig aus. Guter Bodenstahlangreifer, denke ich mal. Kann man mal mitnehmen, obwohl gut mit Rihornia oder so. Habt ihr natürlich da einen dicken Knüppel in der Garage stehen. Da braucht ihr vielleicht doch keinen Stalo Boar, aber sieht natürlich genial aus. Habt ihr auch schon Stalo Boar entwickelt? Habt ihr Kleopatra entwickelt? Habt ihr ein, das andere Zebritz entwickelt? Habt ihr die Pokédex-Einträge schon? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Ich werde jetzt demnächst, die nächsten Tage, noch ein paar Entwicklungsfolgen raushauen. Da kommen dann noch auch die Starter durch und alles Mögliche. Muss nämlich auch meine Sonderbonbons loswerden. Da habe ich schon wieder über 400, glaube ich. Wir gucken mal kurz rein. Hier 410 Sonderbonbons schon wieder und ich weiß wieder mal nicht, wohin damit. Also immer schön in die neuen Einträge stecken, was ich ja immer gesagt habe, dass ihr das nicht machen sollt. Steckt es in Legendäre rein, aber da habe ich auch genug gespeichert. Das war es aber erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.